Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und das ist ein RTW, ein klassischer deutscher Rettungswagen in klassischen Signalfarben. Ein kleines, süßes Set, mir gefällt's, mit dieser schwarzen Linie, die halt andeutet, dass hier die wahrscheinlich Schiebetür aufgeht. Bei uns ist es jetzt eine Tür zum Klappen. Das Set hat eine Breite von 8 Noppen, wobei hier 8 Noppen sind und das hier einen Tick weiter auslädt. Aber ich habe das getestet. Es kommt rein. Also, hier kommt dieser Griff. Passt. Passt, wackelt und hat Luft. Passt in unsere 8 Noppen breite Rolltoröffnung unserer modernen Fahrzeughalle, die zur modernen Feuerwache gehört. So, also funktioniert. Zurück zum Set. Schauen wir doch mal. Hat hier eine ganz schöne Front, das gefällt mir. Komme ich hier innen rein? Ja. Also ich komme rein, wenn ich es auseinanderbaue. Es ist aber keine Sollbruchstelle hier, glaube ich, mit der ich... Nee. Ich kann das Dach abnehmen, aber dann muss ich das Set auseinanderbauen. Was wir aber haben, ist eine Heckklappe mit einer Krankentrage. Die rollt sogar wunderbar. Und einen Innenraum mit einer Seitentür. Und die Seitentür, die möchte nicht aufgehen. Das mag sie nicht. Ich kann sie aufmachen, indem ich das hier mal kurz abnehme. Ne, Snot-Bauweise. Hier gehen die Noppen nach außen, nur an dieser Stelle. So kann ich es öffnen. Jetzt kann ich das hier auch wieder dran machen. So. Wenn ich es jetzt zumachen will, hänge ich wieder hier. Dann muss ich es wieder an der Stelle auseinandernehmen. Also zum Bespielen bedingt geeignet. Stabil genug ist es dafür eigentlich. Aber man kommt an diese Tür nicht so gut ran und man kann hier nicht so gut eine Figur reinsetzen und rausholen. Reinpassen. Naja, es sind zwei, man sieht es hier, es sind zwei Sitze drin. Das sieht relativ originalgetreu aus. Allerdings kann man keine zwei Figuren da parallel nebeneinander setzen. Da sind ja die Arme im Weg. Ihr kennt die Problematik. Minifiguren haben Überbreite. Ähnlich wie ich, aber noch mehr. Ein kleiner süßer RTW und ich habe letztens erst so einen in Aktion gesehen. Da stand ich 4 Stunden auf der Autobahn, weil voraus in einem Baustellenbereich 2 LKW einen Unfall hatten. Da bin ich draufgefahren auf die Autobahn, sah dann vor mir schon eine schwarze Rauchsäule aufsteigen, wusste schon, ist alles aus. Es wurde eine Rettungsgasse gebildet, beim Langsamerwerden schon vorbildlich. Alle haben sich dran gehalten, merkt euch, dass Rettungsgassen sind lebenswichtig. Und da fuhren 4 Feuerwehrautos vorbei, ein solcher RTW, ein Polizeiwagen und es landete noch ein Rettungshubschrauber. So ein Rettungshubschrauber, so ein Christoph, das wäre auch mal was für ein Set, oder? Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, ich glaube, das wäre cool. Ja, ein kleines und günstiges Set, ne? Passt ganz gut zu unserem Feuerwehrrettungswagen oder zu unserem amerikanischen Rettungswagen, der in den Farben der, ich glaube, New Yorker Feuerwehr gehalten ist. Und unser RTW hat die Setnummer 103282. Hat keine Teile und 376 Minifiguren. Nee, ist glaube ich andersrum. Keine Minifiguren und 376 Teile. Das ergibt ein bisschen mehr Sinn. 17,95 Euro kostet er und er ist 17,5 cm lang, 6,5 cm breit und 8 cm hoch. Entspannt aufzubauen. Ist ja auch ein kleines Set. Hört ihr gerade, dass es hier gerade regnet und stürmt? Es ist bald Mittagspause, ich wollte es mir ein bisschen laufen, das ist blöd. Kann man nichts machen. Zurück zu dem RTW. Mir gefällt er. Wir haben
auch noch unsere Feuerwehrsticker. So ein gelb-roter 112 Notrufsticker könnte ich mir da beispielsweise ganz gut drauf vorstellen. Ansonsten passen die Feuerwehrsticker natürlich besser zu unseren Feuerwehrfahrzeugen als zu dem RTW. Es gibt aber auch einige Fans da draußen, die machen sich ihre eigenen Sticker. Sehr cool. Ich bin in so einem RTW nie gefahren. Ich hatte zwar 13 Monate Zivildienst, auch bei den Johannitern, Johanniter Unfallhilfe. Aber ich war im mobilen sozialen Hilfsdienst. Ich habe Essen ausgefahren, Labortouren, Rollis geschoben und so. War eine coole und für mich auch wichtige Zeit, muss ich sagen. Ich bereue definitiv nicht, dass ich das gemacht habe. Ja, an der Stelle vielen Dank an alle, die das, die momentan ein freiwilliges soziales Jahr machen. Ihr seid die Besten, ihr werdet gebraucht. Und für heute war es das damit auch schon wieder aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Rettungssanitäter und Rettungsassistenten auch nicht. Vielen Dank an der Stelle an euch. Nächstes Mal gibt es noch mehr, zumindest Noppensteine bei uns hier. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen. Ja, wie hieß das früher bei uns? Fließt vom Blut der letzte Liter, rufen wir die Johanniter. So war das. Tschüss.